So, hier ist die Aufstellung der deutschen Nationalmannschaft. Im Tor heute Ter Stegen, dann die zwei Innenverteidiger Rüdiger und Süle, dann der linke Außenverteidiger ist Kehrer, rechts ist Hoffmann, dann die Doppelsechs ist Joshua Kimmich und Leon Goretzka. Vorne auf der 10 ist Marco Reus, dann über links kommt Sané, über rechts Serge Gnabry und vorne Timo Werner. Eine gute Aufstellung, offensiv wie defensiv, mit Ter Stegen, werden wir mal gucken. Na, mit Barcelona, ja, ja, nicht mehr so, wie es früher war, wo Messi da war, aber gut, er spielt für unsere Jungs. Und jetzt geht es los mit dem Spiel Deutschland gegen Rumänien. Auf geht's, Jungs! Auf geht's, erste Halbzeit, die deutsche Nationalmannschaft stößt an und jetzt geht's los. Der Süle, Jonas Hofmann. Ja, Rumänien geht Forsch vorne drauf. Da entwickeln sich Räume, die die deutsche Mannschaft nutzen will. Vielleicht jetzt schon mit Goretzka, mit Werner. Ja, da hätte links spielen müssen. Da war doch ein Freier. Das war ja die große Frage, wer. Hat er nicht gesehen, nicht den Kopf hochgemacht. Sozusagen auf der. Keine Verletzten. Keine Verletzten, Jungs. Besonders nicht von Bayern. Thomas Müller ja wieder zurück, nachdem er ja im September fehlte. Marco Reus ist derjenige, für den sich der Bundestrainer entschieden hat. Ja, Müller spielt am, so, Gnabry, Sané, am die Bayern Sonntag in Nordmazedonien. Bleibt auch, ah, ja. Vom FC Bayern mit Goretzka und Kimmich. Schieß! Kehrer. Da haben sie Klick. Da haben sie. Hat für Bewegung. Da haben sie noch nicht alles über. Da haben sie Dieter. Da müssen wir uns auch noch aufhängen hier. Da haben sie Dieter. Dazu braucht es dann eben, wie er selbst auch sagt, jetzt mit dem Konstanz. Sextuple. Sextuple. Sechs Titel in einer Saison geholt. Mehr kannst du nicht holen. Als Vereinsmeister. Also mal, danke, Hansi. Intensität. Alle Facetten. Ja, den deutschen Supercup geholt, die Meisterschaft, den DFB-Pokal, die Champions League, den Supercup. Dann noch den, den Weltpokal. Club-WM hieß das ja jetzt. Früher ist der Weltpokal. Die Club-WM. In Doha. Ja, das war Wahnsinn, aber leider ohne Fans durch Corona. Das war echt, aber wie gesagt, 2013. Aber geil. So, jetzt konzentrieren wir uns wieder auf die deutschen Jungs. Und ich glaube, mit der Mannschaft haben wir auch nächstes Jahr. Dann können wir was machen, ne? Und dann vielleicht 2024. Hoch da, Süle, sehr gut. 2024. Europameisterschaft im eigenen Land. Ach, das wäre super. Die Türkei spielt, alle spielen sie im Ausland, die wir in der Startelf Rumänen sehen, außer André Burka. Das ist mal ein Umschaltspiel. Der hier ausgehebelt wird von Gnabry. Werner. Ja, gut, Werner. Engagierter, flotter Beginn. Und wir haben schon auch die Philosophie, die Idee der Rumänen gesehen, gerade eben, Steffen. Genau auf den Punkt gebracht. Sofort umschalten nach Ballgewinn. Schnell Puskas von dem Zentrum oder über die Außen. Hagi so, und Michaela zum Flanken kommen. Und sah nicht ungefährlich aus, der erste Angriff. Zwei Fußballspielen können sie. Technisch sehr gut ausgebildet. Torwart. Ist das immer bei Rumänen, das ist ganz großes Thema in Rumänien. An einem guten Tag sind sehr viele sehr in der Lage, Großes zu zeigen, ohne das jetzt wirklich in irgendwelche überdimensionalen Regionen zu schieben, aber eben auch in der Lage, sehr viel Durchschnitt zu präsentieren. Super, das war gut gemacht. Aber jetzt umschalten, aufpassen.
Abseits. Die Fahne bleibt erstmal unten. Jetzt geht sie hoch. Ja, abseits, ja, ganz klar. Ja, jetzt genau abseits, ja. Mit rechts. Guter Meter. Ja, wir müssen dann mal erst abwarten, ne? Lang. Faul. Elfmeter, ganz klar. Ganz klar. Werner kreuzt ja auf dem Rücken von Lukas. Ja, gut. Ah. Fortsetzen, so. Und die deutsche Fußballnationalmannschaft liegt gegen Rumänien mit 0:1 zurück. Die Aufgabe ist dann doch überraschend gewaltig. Aber heute gar nicht leicht, will kein Zweifel. Oh, was denn jetzt? Was denn jetzt? Jetzt erfrischt die zweite Halbzeit des WM-Qualifikationsspiels der deutschen Nationalmannschaft genießen mit Bitburger 0,0. Jetzt geht's unvergleichlich weiter mit der deutschen Mannschaft bei RTL. Präsentiert von Check24, Deutschlands größtes Vergleichsportal. Was denn jetzt? Was habe ich denn jetzt? Das war halb zwei oder was? Nee, das habe ich ja schon. So, jetzt. Eine positive Wirkung gab. Kannst du mal kurz? So wie es aussieht, die deutsche Mannschaft, genauso wie die rumänische, ohne personelle Änderung. Ja, das ist ja, was ist denn das jetzt für Scheiß? Das ist ja den Tor Maxim gegen Süle. Rutscht nach, ja. Aber geht, glaube ich, bei Süle. Das ist ja einer, der steckt alles weg. Und hat auch was mit Konkurrenzkampf zu tun. Gut, Kingsley Coman bei den Bayern wird verletzt. Wird er zurückkommen bei der deutschen Nationalmannschaft? Gerade offensiv bereit. Ohne personelle Änderungen. Aber wo ist denn jetzt die erste Halbzeit? Die Menschen. Okay. Live von vorne gesagt, wenn du so weiterspielst, auffallen, dann wirst du dich hier in München nicht durchsetzen und wir werden auch keine Freunde in Anführungszeichen fortsetzen. Personelle Änderungen. Ja, ich habe die erste Halbzeit auch aufgenommen. Eine neue Aufgabe für Hansi Flick. Jetzt live. Ne, nicht live. Der Segen. So, da ist er mit dem Elfmeter. Ja, gut. Ohne Torabschluss, Timo Werner. Ja, verstehe ich nicht. Ich muss in die erste Halbzeit. Ich hab doch alles aufgenommen. Sané. Aufnahme. Aufnahme. Aber das ist ja nur. Stehe ich nicht. Die erste Halbzeit nicht aufgenommen, oder was? Was ist da mit dem Elfmeter? Ja, gut. Dann schaltet das weg. Das kann aber nicht sein. Scheiße, was habe ich denn da jetzt? Da habe ich mir nur zwei aufgenommen. Einiges einstecken, der Münchner. So, jetzt taktisch wieder schön zu sehen. 5-4-1. Puskas läuft an. Maxim über links läuft jetzt an. Versucht mal Druck aufzubauen. Ja, da ist doch, steht aber doch eigentlich löst sich die deutsche Mannschaft sehr gut aus diesen. Serieaufnahmen. So, fortsetzen, warte mal. Das ist ja ein Scheiß, das ist ja echt ein Scheiß. Müssen wir mal gucken, so.
So. Den geht Forsch vorne drauf. So, 14. Machen wir hier. Wir haben schon auch die Philosophie, die Idee der Rumänen gesehen, gerade eben, Steffen. Genau auf den Punkt. Also da ist er. Sofort umschalten nach Ballgewinn. Schnell Puskas von dem Zentrum oder über die Außen. Hagi und Michaila zum Flanken kommen. Die Frage ist dann immer bei den Rumänen, das ist ein ganz großes Thema in Rumänien. An einem guten Tag so, sind jetzt wir wieder on sehr in der Lage, Großes zu zeigen, ohne das jetzt wirklich in irgendwelche überdimensionalen Regionen zu schieben, aber eben auch in der Lage, sehr viel Durchschnitt zu präsentieren. Ja, das haben wir auch schon gesehen. Ja, wieder auf der Suche. Abseits. Und zwar mit rechts. Ah, jetzt sind wir wieder drin. So, jetzt. Hier gut zu sehen. Hilfe. Ah, trifft er ihn unten. Burka, werden wir hier sehen. Ja, doch. Ja, Kontakt. Ich finde, Werner macht zu viel draus. Also Kontakt, ja, aber ein Kontakt ist ja immer nicht ursächlich, dann so zu stürzen. Für mich ist es eher kein Strafstoß. Wenig Kontakt von Burka. Beide gehen zum Ball. Werner nutzt den kleinen Moment, den er vorher vielleicht am Ball hätte sein können, aus. Ist eine sehr harte Entscheidung aus rumänischer Sicht. Ach, der Josch schießt. Der Assistant Referee überprüft das, aber es ist dann eben keine klare Fehlentscheidung. Somit wird der VAR, glaube ich, auch nicht dort noch intervenieren. Kimi steht schon mal bereit. So, jetzt wird das gecheckt in Gönne. Ich weiß nicht, ob man Köln ist. Der Video-Assistant Referee aus der Türkei schaut sich das sehr genau an. Warum schießt denn der Josch? Also, ich hätte den Elfmeter auch nicht gegeben, Marco, ja. Hast du aus meiner Sicht auch recht, weil es zu viel danach von Werner war. Nach dem leichten Kontakt und das dauert immer, ne? Guckt es an, ja, ich finde, das ist eine richtige Entscheidung, dass der VAR sagt, so, zu den Track hier, geh raus, überprüft das nochmal selbst. Ja. Es ist ja auch dann in der Geschwindigkeit auch super schwierig, so schnell dann zu sehen. Er muss sich sofort festlegen hier. Werner, nein, das ist für mich kein Meter. Timo Werner und die Erfahrung mit Video Assistant Referees in England sind ja 16 Tore von ihm aberkannt worden nach Eingriff des Video Assistant Referees. Aber häufiger hat es mit Abseits zu tun, logischerweise, und nicht hier mit Strafschüssen. Nein, also wenn überhaupt da eine leichte Berührung stattfand, da bin ich auch noch nicht was sicher. Das guckt der Schiri sich auch nochmal an und. Achten wir mal auf Timo Werners Kopf. Er nimmt den Ball nicht mit. Es gibt jetzt ganz leichten Kontakt. Der Ball ist weg. Sieht das? Und geht dann danach runter. Nein. Also. Und es dauert sehr lang. Julian Schake sagt, nehme ich zurück. Ja. Für mich auch die richtige Entscheidung. Ja. No penalty. No fault. Daumen hoch von André Burka, der in Cluj spielt, also der einzige, der in der Heimat unterwegs ist. Mhm. Trifft den schon da an der Seite, würde ich sagen. Ne? Aber das hat jetzt schon lange gedauert. Oh, kein Öl. Ja, lange gedauert, ja. Gutes bisschen verhalten, Gabri. Ach, spät. So, was ist mit der Konteransicherung? Boah, Leute. Und Tor Rumänien 1-0. Hagi. Janis Hagi. Erstes Gegentor. Krass. In der jungen Ära Hansi Flick. War schön gespielt. War echt schön gespielt. Und sogar der Keeper, Florin Lietzer, rennt über den ganzen Platz
Und die Achtung rumänischen Fans. Schönes Spiel von Rumänien, muss ich sagen. Und zu den Halten des Degen. Eine neue Adduktorenverletzung, hör mal da. Und dieses schnelle Umschaltspiel haben wir schon thematisiert. Zack, den durch die Beine und er schießt einfach. Ja, Torwart. 1 gegen 1, Beinschuss Rüdiger, viel wichtiger war aber vorher. Guck mal, der Test, den steht ja viel zu weit vom Tor. Steht ja viel zu weit vom Tor. Schießt ja nur mit der Bicke. Ey, der muss halten. Der hat der Manu ja. Puskas abgefälscht. Boah, hätte schon eine 2-0 sein können. Okay, ich würde sagen, in den ersten nach 10 Minuten ist durchaus einiges drin hier. Oh, Jutti macht gut. Wichtiger Block vom Rüdiger, aber ganz schnell bitte diese individuellen Fehler abstellen, weil die Rumänen sind natürlich jetzt sehr selbstbewusst mit dem Tor. Ja, ja, klar. Tja, jetzt muss er erstmal 2 Tore machen, um das aufzuholen, ey. Lecco Fanny, ey. Statschu bei der Ecke. Ja, gut, ich will nicht machen. Ja, das war ja Mark. Ja. Weiß ich ja nicht. Razzu. Razzu. In Sané. Kurz, Herra von Leroy Sané. Eine vergangene Woche herausragender Form sich präsentiert. Auch sehr intensiv. Oh, gehen wir mal an. Mann, ey. Das ist ja, weil die zwei Außenverteidiger sind ja nichts, ey. Der Kehrer und der. Kehrer war doch so bei Paris. Also. Für Marc-André Ter Stegen. 3 Gegentore der deutschen Nationalmannschaft in der WM-Quali. Bisher schlucken müssen und immer stand Ter Stegen im Tor. Ja. Auch Barcelona 1-2. Das war wirklich der Tiefpunkt auch vor der Europameisterschaft und dann eben heute. Weiter, weiter. Jetzt hier raus. Raus. Oh, wo läuft der Werner denn? Ja, das sind jetzt heiß Rumänien. Guck mal, die sind noch mit. Statschu Nummer 23, zentraler defensiver Mittelfeldspieler heute in der Formation, aber eigentlich ein offensiver Spieler, grätscht erstmal zweimal. Das ist schon erstaunlich und das zeigt auch, wie heiß die Rumänen sind. Ja klar, du spielst, ne? Deutschen. So Jungs, jetzt zack, zack, auf geht's. Auf geht's, müssen wir Dörschen machen erstmal vor der Halbzeit und dann, das war nichts, Serge. Also neue Situation unter Hansi Flick, erstmal Rückstand, weil klar, es ist Gegentor. Wie reagiert die Mannschaft jetzt darauf? Ja. Schade, das war gerade wieder so ein Moment, wenn Deutschland den Ball verliert, schalten mehr Rumänen um als Deutsche von Defensive auf Offensive. Ja, ja, ja. Und das ist natürlich ein Vorteil, deswegen kriegst du sofort Möglichkeiten. Nein, war nicht dran. War nicht dran, der Süle. Warum lässt der Bällchen laufen, Rüdiger? Sie sehen das hier sehr gut, weit vorne im Ensemble arrangiert mit der letzten Linie. Oh Josh, Mindset. Haben 7 Punkte geholt, auch ohne Gegentor durchgekommen. Und somit wieder im Geschäft. Und erstmal Rang 2, das ist so das erklärte Ziel. Am Montag gibt es dann ein, so heißt es aus Rumänien, das wichtigste Spiel gegen Armenien. Das ist so der direkte Kontrahent, aber wer weiß, was hier heute Abend passiert. Plötzlich rutschen alle Mannschaften wieder sehr zusammen. Wir ja, die Deutschen müssen die Willen. Mensch, ey. Ja, wir haben noch viel Fußball vor uns. Gabriel Werner einen Rücken.
Ja, hey, jetzt echt blöd, dann muss jetzt schnell ein Tor machen. Ja. Schnell ein Tor machen vor der Halbzeit, also ist 1-1 zur Halbzeit gehe, so vielleicht noch 2-1. Ne? Ja, zuletzt nur Ersatz bei Paris Saint-Germain zu Saisonbeginn auf Stammspieler. Aber hat wieder den Vorzug gehalten vor David Raum. Kehrer, der das gut gemacht hat, als Linksverteidiger zuletzt im September. Robin Gosens ja leider schwer verletzt, Sehnenriss im Oberschenkel, fällt bis zum Jahresende aus, aber ist Papa geworden. Und wir sagen nicht nur gute Besserung, sondern auch herzlichen Glückwunsch. Sehr gerne. Ja, das ist jetzt wieder kein Spiel, wo einen mitreißt. Ne? Also. Aber er wäre heute zum Beispiel die erste Wahl gewesen in dieser Konstellation, weil Thilo Kehrer jetzt raus. Der ja eben auch in Paris auf Innenverteidiger und Gosens ist schon offensiver ausgerichtet. Und gab es gegen noch Mazedonien ein bedauernd schweres Spiel. Das hat das richtig gut, den Rüdiger den Ball festgegrenzt. Die deutsche Mannschaft reagiert sehr schnell. Wie gesagt, wir reden von Mannschaften, die jetzt. Ja, Entschuldigung. Rumänien, noch Mazedonien, klar könnt ihr auch alle Fußball spielen, ne? Aber das ist jetzt nicht, als wenn du gegen Spanien oder Frankreich spielst, ne? Oder England oder irgendwas. Ne? Der Ball gewinnt sehr geradlinig spielen. Deutsche Mannschaft hat mit zu vielen Durchschlüsse Rumänien 3, Deutschland 0. Aufbau noch zu viele Ungenauigkeiten. Naja, es ist noch Zeit. Diese Partie kein Selbstläufer. Ah, ein bisschen drüber, dann wäre er durch. Goretzka. Mit Dynamik. Reus. Und Nizza verpasst die Kugel. Werner. Oh, Serge. Und Abschluss. Ah, das wäre jetzt gewesen. Zack, 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 1-1. Der Reus räumt komplett den Laden mal auf. Gnabry, er will Schmitzer ein bisschen am Kopf, Werner und Gnabry fast im Leben mit dem Ausgleich. Schmitzer sieht nicht gut aus, den Ball muss er besser klären, kriegt aber dann den Kontakt mit dem Knie von Gnabry, deshalb liegt er jetzt auch am Boden und das kann schon wehtun, da ist der Kontakt. Deswegen Schmitzer noch behandelt werden. Spielt bei Sparta Prag, das ist die Karte Nummer 1. Hier gibt es Instruktionen für Antonio Rüdiger. Serge, was ist los? Das ist der Torschütze Yannis Hadji, spielt bei den Rangers in Glasgow. Hier stark von Stancho, das sind die technischen Fähigkeiten, über die wir schon gesprochen haben. Und Hadji hat das Selbstvertrauen des großen Namens. Boah. Hat er wirklich gut gemacht da. Boah, der muss er halten. Muss das Ding halten. Der geht ja an der Hand vorbei, da muss er ja. Dennis Hadji, der. Ja, gut, wo jetzt gar gut. Ah, zu weit. Shit. Gut, 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 gut. Weiter, weiter, weiter. Wir nähern uns. Nachspielzeit muss ja mindestens 3-4 Minuten sein. Chef, ich weiß nicht, was du von Eindruck hast oder sonst zu Hause, liebe Zuschauer. Cool, doch, die Nationalmannschaft fast schon in Teilen überdreht. Also sie will unglaublich viel. Auch die Begeisterung weiter mitnehmen. Hier den Zuschauern auch viel präsentieren, auch den Zuschauern zu Hause. Aber darunter leidet eben so eine gewisse Passgenauigkeit. Ja, findest du was ähnlich? Ja, ich habe gehofft, dass noch eine Wiederholung kommt, weil das war jetzt eben zum Beispiel eine Riesenmöglichkeit. Sané kommt nach innen und dann der Pass auf Gnabry, etwas genauer, nicht so scharf, ist er 1 gegen 1 mit dem Tor. Raus, schneller, 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 nochmal raus, nochmal raus. Warte mal kurz. Bin ich mir nicht sicher, weil die Mannschaft hat sehr gut, hart trainiert. Vor 2 Tagen musste Hansi Flick das Training abbrechen, weil viel Intensität drin war. Ich glaube, sie denkt zu sehr offensiv im Moment. Viel wichtiger ist aber nach Ballverlust dieses defensive Umschalten. Und das meine ich aber. Ich meine, das vielleicht kommt es so negativ rüber, sondern vielleicht, dass sie zu viel will. Das meine ich. Dass hier und da
die Ruhe etwas fehlt. Ist ganz sicher ein Faktor, Herr Bunny. Nein, wollen Sie sich nur negativ darstellen. Ich frage die Zuschauer zu Hause mal, schauen, wenn die Rumänen den Ball gewinnen, wie schnell die auf Offensive umschalten, auf Defensive und wie langsam die Deutschen umschalten, nachdem sie den Ball verloren haben. So, jetzt. Kommst du ja. Geht auf, geht rauf. Ah. Jonas Hofmann. Jonas Hofmann ist nicht. Nicht das. Sofort die Zielstrebigkeit, die Gradlinigkeit. Und Durchsetzungsvermögen, aber das war zu viel. Der Puskas. Gegen Kimmich, dann schon noch ein paar Worte übrig für Joshua Kimmich, der auch die Kapitänsbinde trägt. Ja, schlägt noch in die Sicht. Aus, ja. Und das wird heutzutage darauf gucken, die Schiedsrichter. Ja, das ist klar, schlägt noch in die Sicht. Aber ich glaube, das ist ja schwer, da der Fall ist. Richtige Entscheidung, aber genau dieser Umschaltmoment wieder. Wenn dort nicht gefoult wird, gibt es eine 2 gegen 1 Situation. Das ist so ungenau. Sehr aufmerksam. Und ab geht die Post. Boah. Einer macht den Rückraum zu. Und schneller jetzt. Jetzt sind wir 3-4 Mann von den Gelben vorne. Mensch, Leute. Und so wär's jetzt, zieh mal. So, jetzt da. Werner im September alle Spiele durchgespielt, auch getroffen. War zuletzt bei Chelsea mal wieder zweimal in der Startelf gestanden. Auch ein Tor erzielt gegen Southampton. So, komm, jetzt wieder. Das erste Ligator nach 9 torlosen Partien. Spürt aber hier von Hansi Flick das komplette Vertrauen. Links. Jawohl, stark so. Dann hier macht doch mal was. Sané. Stark von Sané. Ah, war gut. Das war gut. Tipp in Ecke. Schon jetzt. So, die Hälfte der ersten Halbzeit vorbei, Marco. Ich sehe, Matchplan Rumänien funktioniert. Aber unabhängig von der Elfmeterentscheidung, aus meiner Sicht die richtige Entscheidung, den nicht zu geben. Aber mit der Führung, jetzt ist eine richtige Aufgabe. Erinnert mich ein bisschen an Nordmazedonien. Die deutsche Mannschaft muss jetzt Qualitäten zeigen. Besonders sogar. Antwort von Giriges. Kapitän, spielt bei Sassuolo in Italien. Einer der erfahreneren, der erfahrenste überhaupt im Kader. 68. Länderspiel. Kommt Platz, Giriges. Eckball, Standardsituation. So, jetzt mal hoch zum Kopfball, Rüdiger, Goretzka. Da gibt es ja auch den neuen Spezialisten im Team, den Mats Hummels bereits. Ja, nicht so viel, ja, genießt dann, hat er schon natürlich. Erst Torschein ist sehr knapp. 24 Minuten, doch. Erst einmal der Aufstor kommt. Klar einstudiert hier. Kein Abseits. Aber kein Problem für Nizza, der nach seiner Behandlungspause problemlos weiterspielen kann. Hinten rum, jawohl. So, jetzt hier raus, 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 raus.
Gut, Serge, zieh dran, zieh. Dreh mal auf. Töpfchen, ja, sind da. Konsequent gut genug an. Das Ziel ist es ja seiner Mannschaft, weil sie darauf spekuliert haben, dass ja, sie ja. Mit einer Fest ist ja nicht wegen Corona. Auch sehr eng zu machen. Aber das ist doch zu so schwer. Da eine Karte zu kriegen für so ein Oktoberfest-Zelt. Da keine Beziehungen hast, kommst du ja gar nicht rein. Da. Also wenn man einer Beziehungen hat und eine Freude machen möchte, dass man mal Karten bekommt für so ein Festzelt, ne? Ich hoffe ja nächstes Jahr 22. Wäre mal schön, da wieder hinzugehen. Ich war da mal. Oh. Ja, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, wie viele Jahre. Sonst lassen Sie sich tiefer fallen und dann sind Sie nicht mehr pressig wie umgehen. Und dann ist es automatisch etwas einfacher. Müsste ich gucken, da habe ich noch ein Bild drüber. Drüben im Partykeller. Steht schon ein Datum drauf. Moment, Gabri, Hofmann schon sehr offensiv platziert, da ist er der Klapperer. Spielt eine ganz andere Rolle im Club, dort ist er offensiv. Super. Position her. Aber für ihn ergibt sich hier im Nationaldress eben eine Top-Perspektive auf der Rechtsverteidigerposition. Sané. Hier raus, schnell, Süle. Nochmal raus hier. Kimmich. Ja, die Idee war gut. Da den da drüben zu pressen, ganz schwierig. Weil Rumänen dort aufmerksam verteidigen. Super, Leon. Links raus, da kommt er doch schon. Spiel quer, Josh. Wartet. Ah, auch eine gute Idee. Ja, das war mal richtig. Auf dem tiefen Lauf. Das war mal gut. Eine dann prima tiefstehende Fünferkette der Rumänen auf Tiefe zu picken. Das ist die Königsdisziplin, ne? Genau, das ist das, was ich meinte mit Qualität heute. Das kannst du aber mit Sané, Werner, später vielleicht auch mit Würz umsetzen. Gerade diese finalen Pässe, die müssen dann natürlich genau im richtigen Moment kommen, weil du ja sonst Gefahr läufst, im Abseits zu stehen. Jawohl, wechseln wir mal die Seiten. Schön. Schön, schön. Übrigens jetzt Reus am Ball, der kann das natürlich auch, um nicht gleich zu früh an Einwechslung zu erinnern. Wichtig, dass wir da jetzt Möglichkeiten haben von der Bank. Und hier auch gut zu sehen, wie wenig Raum da dann eben ist. Jawohl, schön stark. Die kriegen ihn nicht reingezogen, den Ball. Dann eben auch viel Bewegung, hinter ohne Ball, Kette, Positionswechsel, dass man die deutsche Mannschaft ja... So, das ist jetzt raus. Raus. Auch in Reykjavik. Der Belgien läuft ja gut bei den Deutschen, aber... So zügig gezeigt hat. So. Oh. Gut, riskieren, was die Beste in die Schnittstelle und alles, ne? Natürlich Risiko, ne? Da haben wir eine halbe Stunde gespielt und 0-1 immer noch hinter, ne? Lazio, der in der zweiten spanischen Liga spielt, der Zweier. In Huesca. Bewegung, Leute. Da ist auch zu wenig Bewegung. Was soll denn der Einwerfende bei dem Einwurf machen, ey?
Ich lasse laufen, nochmal raus. Gut, Reus. Ah, wenn er natürlich durchkommt. Aber warum schießen die denn nicht mal aus 11 Meter, Mensch Werner? Ja, das war gut gemacht, das war gut gemacht. Das war schön, das war eine schöne Kombination. Immer mit Pop-Pop antäuschen, Doppelpass und in die Schnittstelle rein. Sehr stark. Verkappten Franz Beckenbauer gespielt, also beidfüßig, ja. Stark, gute Stellungsspiel. Bringt nichts, wir liegen nur eins von hinten. Er ist nicht umsonst dort der Erfahrene, der heute auch die Fünferkette im Zentrum auch organisiert. Und du hast den wirklich Franz gemacht, ne? Ja, bin hier nicht drum rumgekommen, weil er wirklich richtig gute Phasen hatte, dort von hinten herausgespielt hat, kann auch auf der 6 spielen. Aber jetzt mit 31 ist er hinten gelandet. Ist Foul Deutschland. Da kann er viel mit seiner technischen Qualität auch lösen. Ich glaube, ihm kommt das Spiel heute entgegen, gerade mit der Fünferkette dort im Zentrum, dass er auch... Schieße noch an, da kriegt er noch Geld, Reus, Mensch. Organisieren. Also halten wir auch fest, klarer Leader dieser Mannschaft, klarer Abwehrchef dieser rumänischen Nationalmannschaft. Ja, zum kleinen Hinweis, das letzte Mal Dreierkette, die Rumänen vor 2 Jahren gegen Nordirland. Also das ist schon auch ein mutiger Wechsel von Radoy, vom Trainer, zu sagen, ich gehe heute auf Fünferkette, weil wir einfach gegen Deutschland zu schwach sind. Wir müssen erstmal defensiv gut stehen und die letzte Reihe gut verteidigen. Weiter, weiter, der Pass war, der verhungert. Abseits. Den offensiven Stil, den risikoreichen Stil, Werner. Jetzt geht die Fahne hoch. Das ist präzise genug. Ich dachte im ersten Moment abseits. Ja, ganz klar. Schauen wir mal. Ja, ja, glaube, in der Mitte, glaube ich. Groß, irgendwie da steht auf der Höhe, ja. Aber auch da, ne? Da spielen 4 Rumänen gegen 2. Genau, aber im Rückraum waren 2 Deutsche frei. Dann müssen sie von Ferner die Kopf umgehen. Das ist natürlich auch eine Variante, wenn Leute kein Tor schießen. Wo ist Terodde, der auch hier in Hamburg beim HSV einige Tore gemacht hat, jetzt schießt er in der zweiten Liga weiterhin die Tore, diesmal aber auf Schalke. Aber es geht dann logischerweise auch darum, um eine gewisse Stürmer-Thematik, die wir auch schon besprochen haben, und apropos... Komm, Serge, grüß dich noch. Ein Gewinnspiel, unser Kämpfer als Tormann, Sie gerne mit, 10.000 Euro sind erreichbar. Und jetzt ist Saneda. Ah, schmeißen sich da alle rein. Ja, die Kombination sind gut, der Deutschen. Ne? Da kannst du nicht schmeckern. Ne? Gegen 2-1-0 hinten, aber... Ja, der Hansi hat noch viel Arbeit. Ne? Offensiv nicht, aber... Defensiv, würde ich sagen. Ne? Den Außenverteidiger. Von ja, wenn der eine wieder fit ist, aber er ist Ende des Jahres, also kommt er dieses Jahr nicht mehr wieder, der linke Außenverteidiger, der ist aber noch nicht jetzt verlassen, der. Ja. Roll. Sühne. Von dem ist nur die Wow! Das war ja was mit Reus. Ja, schade, er hätte ein Tor verdient gehabt. Boah, mit Jun und Bällchen. Kein Tor. Weiter Deutschland. Gnabry. Mitte. Die deutsche Mannschaft macht, tut, ist einfach. Ah. Setzt gut nach, Hofmann ist jetzt drauf und dran. Nur den Ausgleich zu erzielen. Bring ihn rein. Kaum noch zum Luftholen. Hofmann, Druck ist immens. Immer zu kurz der Ball. Von Süle. Und die nächste Welle. Gut. Die nächste Welle räumt jetzt. Kommt, Jungs, brauchen 2 Tore. Muss doch drin sein in einer Stunde noch. Wir haben noch eine Stunde Zeit. Und Nachspielzeit wird 3-4 Minuten sein jetzt. Dann haben wir jetzt noch. Dritter Nummer 9, auch ganz tief in der eigenen Hälfte. 15 Minuten noch. Ja, das war eine sehr gute Druckphase der Deutschen gerade. Oh, der ist nicht, oh, der war nicht schlecht. Die Idee war gut. Wieder Balleroberung. Jetzt sind sie sehr aktiv. Und sehr aufmerksam
Wieder raus. Intensiv unterwegs in der Wahl. Wieder raus. Jawohl. Genau, keine Umschaltmomente der Rumänen. Und jetzt natürlich noch. Boah. Schieß da noch rechts in die Ecke, Jungs. Nicht zu läppsch, Bomb in die Ecke. Der Torwart war doch schon auf der anderen Seite. Der war doch, hat doch mit der Flanke gerechnet. Super. Voilà. Boah. Und fast hätte Gnabry Nizza überrascht. Boah. Und das ist die Chance von Reus, den er super boah, trifft. Das, ja. Aber Nizza zur Stelle. Gut, Gera. Großartig von Gera. Wieder ein Moment 3 gegen 3. Also diese Momente, wenn Rumänien umschaltet, dann muss die deutsche Mannschaft aufpassen. Gehen aber auch bewusst hier zu rechts etwas mehr Risiko. Und was mir auffällt, die Seite Hofmann, rechts, Gnabry oder er, die ist eigentlich sehr, sehr oft frei. Da müssen die Bälle schneller hinkommen. Da sind die Rumänen in meiner Defensive nicht so gut. Und erinnere dich an den März in Bukarest, das Spiel, das die deutsche Nationalmannschaft knapp nur mit 1:0 gewinnen konnte. Hinten raus hätte es auch fast den Ausgleich geben können, aber das Spiel hätte auch höher ausfallen können. Da hatten die Rumänen auch genau über ihre linke Abwehrseite Probleme. Serge Gnabry im Übrigen der entscheidende Torschütze im März. Gnabry. Hofmann. Der bringt mal eine richtige Flanke rein, Mensch. Süle. Fehlt natürlich hier nicht sehr weit aufgerückt gegen das Süle. Oh. Deutlich stabilisiert auch beim FC Bayern in richtig guter Form unter Jürgen Nagelsmann. Und Niklas Süle begann ja als offensiver Mittelfeldspieler. Den hat Nagelsmann 1 ungeschult in Hoffenheim. Gnabry. Goretzka. Gut. Oh. Ah, wenn er ein bisschen vorher kommt, der Reus ist er drinne. Auch mal abzuschließen, ja, genau, aus der zweiten Reihe. Gerade wenn ja, der Pitch der Ball, da muss den Dropkick in den Tor hämmern. Deutschland. Leroy, was denn? Was war das denn, Leroy? Das hier zum Angriff über. Schaltet sich jetzt mehr offensiv ein, als hinten stehen zu bleiben in der Innenverteidiger. Hier ist er rechts. Was ist jetzt? Und auf dem Ball geht die Fuß aus. Aha. Auch hier und da ein bisschen zu viel Tempo und Druck seitens der deutschen Nationalmannschaft. Apropos Tempo. Wir haben auch sehr viel Tempo drin im Europapokal, sprich also internationaler Fußball. Wir bleiben dabei. Unsere Europapokalabende am Donnerstag, 21. Dezember. Jetzt ist Leroy wieder on fire. Kommt immer zu einem Gelben. Bei Nitro, bei TV Now, Konferenz, alles ist dabei. Mit den drei deutschen Mannschaften, Eintracht Frankfurt, zuletzt ja erfolgreich bei den Bayern, mit Bayer Leverkusen, spielen bis dahin Top-Saison und Union Berlin, Spiel. Zuletzt den ersten Europacup-Sieg geholt. Spiel. Ja. Einwurf Deutschland. Hofmann. Jawohl. Gnabry.
2 gegen 3 und ist trotzdem. So, ja, jetzt nochmal raus, nochmal raus. Mann, ey. Michaela. Marin, auch sofort unter Druck. Ah, jetzt haben wir noch Glück, Ja, faul. Aber trotz klarer Dominanz, beste Chance, müssen wir festhalten. Der krabbelnde und sich an seine eigene Achse bindende Serge Gnabry, als er auf dem Hosenboden lag. Und Marco Reus. Genau. Nicht zu viele Chancen. Marco war gut. Ja, Puskas ist da. Vorne da unten. Puskas gegen Rüdiger. Puskas. Jetzt geht die Vorne nach oben. Spielt auf der weiter. Paul. Ja, bestimmt schon mal hier. Das ist gar nicht schlecht, Mann. Gute Balance zwischen über Zentrum und über Außen. Aus meiner Sicht wird viel zu wenig Hofmann und Gnabry schnell gesucht. Gerade über eine Spielverlagerung. Die linke Seite der Rumänen ist sehr, sehr offen. Das kann man jetzt sehen. Dieser Foul und Karte. Der Koschka Nummer 3 sehr weit nach innen rücken muss. Wegen Gnabry. Oh, da, der reißt ihn da die Stutzen auf. Das ist gelb. Das wird die erste Verwarnung geben für Sancho. Junge. Boah, der macht richtig so in der Wade. Guck dir das mal an, ey. Spinner, ey. Da ist er mit Gelb. Ja, da kannst du, da müsste der Videoreferee müsste sagen, rot, runter damit. Der zieht ihm so da in die Wade rein, Idiot, ey. Kampf um Ball und so weiter. Der Ball war in nicht wirklicher Reichweite. Junge, so ein Spinner. Guck mal, da hat die ganze Stutzen kaputt. Eingreifen ist nicht der Fall. Wäre sicherlich eine harte Entscheidung. Was? Auch dann verständliche gewesen. Etwas mit der Stancho, weil der ist sowieso unter Strom. Hat er ja gesagt, bis jetzt der beste Spieler für mich im zentralen Mittelfeld. Junge, da muss doch rot sehen. Da sitzen sie dafür in der Bude. Technisch stark, spielt schnell davor. Alter, ich bin mit Gelb, da ist ja. Bring ihn rein mal jetzt, ey, wir brauchen noch ein Tor vor der Halbzeit. Der Verteidiger jetzt dann 9 manchmal Feldspieler der Rumänen im eigenen 16. Ja, die stehen ja nur mit 5 und 4 Kette. Ja, und Lietz hat rausgekommen, Missverständnis. Boah, Werner, dann schießt man doch selber, ey. Oh Marco, da muss ich kurz was sagen. Das ist genau der Moment für Timo Werner, wo er erkennen muss, der Torwart ist raus. Mit dem ersten Kontakt versuche ich den Lupfer. Das sind doch seine Momente, wo er direkt zum Abschluss kommen kann. Stehe ich nicht, da musst du warten. Werner ist keiner. Menschenskinder. Er ist kein Stürmer. Das ist echt kein Stürmer. Wir haben keine richtigen Neuen, also der Lewandowski, ne? 2 Minuten noch, wir werden durchaus eine markante Nachspielzeit bekommen. Ja, das stimmt, 4 Minuten. Weil die Überprüfung des Mensch. Elfmeters ja lange gedauert hat, nämlich über 3 Minuten. Oh ja. Da ist der kaputte Schutz. Das ist kaputt, ja, deshalb. Von Joshua Kimmich. Gnabry. Links! Oh. Mensch, Sarge! Du ziehst mal hier ein bisschen. Mal Zielwasser trinken. Zweimal getroffen gegen Armenien, auch gegen Island erfolgreich. Gerade dieses Dreieck Werner. Boah, hier so ein Stück am Pfosten. 12 Tore, die es gab im September, hat das Trio erzählt. Ja, und das war eben auch genau das, was zweite Halbzeit mehr kommen muss von der deutschen Nationalmannschaft. Raufdribbeln auf die letzte Reihe und dann muss er 2 abschließen. Außer wäre verdient, Gnabry. Ja, das wäre richtig verdient. Nein, das geht mal. Boah. Gut, Julia, gut, er kämpft den Ball.
Goretzka. Kommt doch kein Ball durch, ey. Spielen doch raus. Hofmann, wieder über diese Seite. Da haben die Rumänen durchaus Probleme. Kimmich. Da kommt wieder ein hinten rein. Und Stancho muss aufpassen. Ja, da muss ich doch das auch wieder faulen. Also beim nächsten Foul. Da, da tritt man davor auf den Schlappen, ey. Ja, ja. Ja. Ist ja eigentlich auf dem Weg Richtung Seitenlinie und er stiefelt schon nochmal nach. Ne? Eigentlich ist mir zu wenig. Das ist aber dieses Abwehrbein deines Offensivspielers, wo du denkst, du kommst noch am Ball und weißt aber, dass du dann die Hacke triffst. 3 Minuten Nachspielzeit. Komm, Josh. Komm, komm, komm. Rüdiger mit dabei, Süle mit dabei. Welche Variante geht's jetzt von Kimmich? Zu viel Gelb vorne. Eine wirklich nennenswerte. Boah, da haben sie noch Glück. Und jetzt? Rüdiger. Ja, weg. Probiert er auch ab und zu bei Chelsea. Im Team von Thomas Tuchel. Ja, die Zuschauer sind auch nicht unzufrieden. Nee. Wir haben es angesprochen. Dann muss es aus der zweiten Reihe schon mal, wie viele Rumänen im Zentrum stehen. Da kannst du dann auch nicht mehr kombinieren. Also versuche ich es. Weil die Zuschauer, also die Zuschauer sind nicht unzufrieden, weil viele Dinge, die Hansi Flick ja fordert, wie Aktivität, wie Intensität, Laufbereitschaft, immer eine hohe an den Tag legen, immer gierig sein, entschlossen. Das zeigt die deutsche Mannschaft, aber es gibt halt dann noch so ein paar. Puskas. Weg. Nochmal Eckball für die Rumänen. Hier genau. Da kann ich natürlich das fortsetzen. 4 Torchancen auch. Also du hattest auch die Möglichkeit, den Ausgleich zu erzielen. Aber hier wieder so ein Moment, wo du dann in einen Konter läufst. Aber das gehört auch mit dazu. Du gehst jetzt Risiko und das wollen auch die Zuschauer sehen. Dann lieber auf einen Schlagabtausch und auch mal irgendwann eine Chance wieder für die Rumänen. Und jetzt da in der Ecke dann. Kommt nicht so verkehrt. Abgefüllt. Ja, 2-0 wäre vorbei. Wenn die 2-0 führen, die Rumänen, dann vorbei. Oh, gut, Leon. Goretzka. Aufpassen, jetzt umschalten, schneller. Und die deutsche Mannschaft. Also Werner steht ja schon mit einem Bein immer in der Abseits. Sehr intensives Spiel. Insgesamt kaum Ruhephasen drin. Aha, komm Werner, kriegst du noch. Gut. Ja. Na, warum nicht? Guter Schuss, Leon. Ja. Jetzt ist die Pause, nehme ich an. Hier und da eben noch ein bisschen zu unpräzise im letzten Drittel, im letzten Pass. Vielleicht auch hier und da mal eben nicht die richtige Entscheidung. Das gehört alles dann eben zum Sport dazu. Die Rumänen führen. So, Halbzeit. Rumänien führt 1-0 gegen die deutsche Nationalmannschaft. So, Halbzeit ist. Rumänien führt 1-0 gegen die deutsche Nationalmannschaft. Spielerisch sind die Deutschen klar besser im Moment. Ja, klar, haben die geführt, die Rumänen, oder führen noch. Aber spielstärker sind die Deutschen. Aber was nützt der Ballbesitz, sagen wir mal, von 70 zu 30, wenn du 1-0 hinten liegst? Ne? Dann musst du das Spiel gewinnen. Also jetzt in der Halbzeit Concentration. Ne, volle Konzentration, Fokus auf die zweite Halbzeit und dann kommt raus aus der Kabine und dreht das Spiel 2-1. Ne. Wir sind gespannt, wir fiebern mit und auf geht's zur zweiten Halbzeit, Jungs. Los geht's. So, zweite Halbzeit, auf geht's, Jungs. Rumänien stößt an und wir greifen jetzt an. Stammspieler schonen. Wir drehen das Spiel jetzt. Gegen die deutsche Mannschaft keine Chance hätte. Wir gewinnen jetzt noch 2-1. Hat sich natürlich dagegen. Wir müssen 2-1 gewinnen. Und ihm gibt diese Partie. Müssen wir gleich den Musiala nochmal bringen. An solchen Tag muss natürlich auch alles. Er passt zu diesem Spiel. Das ist ein Huselspiel. Da muss man haben. Bisschen Spielglück und vorne unter anderem auch individuelle Qualitäten eines
Janis Hadji um eine, ich denke mal, so könnte man es dann formulieren, große Überraschung zu realisieren. Hey, Deutschland gewinnt noch 2-1. Ich glaube, wir haben jetzt noch 45 Minuten Zeit. Dreh den Ball, dreh. Komm, dreh auf. Da muss man jetzt nicht pfeifen, das nervt mich ja schon wieder. Das sind die Rumänen, die jetzt pfeifen. Ah. Nochmal raus, Süle. Und die Rumänen haben in Deutschland ja noch nie gewonnen. 1970 gab es mal 1-1. Ja. Komm, lass laufen, Belgien. In seiner Rolle sehr offensiv, hinten wenig gefordert. Ah, diese Chipbälle, das kann ja. Ja, ist immer gut, aber. Fehler, klares Foul. Oh, hätte ich jetzt anders gedacht. Gegen Kimmich. Boah. Rüdiger Fort. Dazu. Der Rüdigers Vertrag läuft aus bei Chelsea. Wir sprechen stocken gerade. Da geht es dann eben auch ums Finanzielle. Der natürlich weggesammelt. Das will ich nicht beschweren. Noch mal wieder genannt. Reus, Werner, Sané. Na voll, nimm ihn mit. Nichts an. Aus vollem Lauf dann zu Nari, der ja auch einen Gegenspieler in Reichweite hatte. Sancho. Wahnsinnspass. Michaela Puskas. Na, froh, dass meine Söhne dabei ist, ey. Werner, geh doch raus, Richard, mit einem Abseits, Mensch. Dahinter, aber schade, dass man vorher nicht diesen Ball von Sancho sieht, diesen Pass. Also die sind mit ihren Kontern, auch wenn wir einige lange nicht gesehen haben im Durchgang 1. Sicher war das schon. Ich spiele jetzt an der Uhr schon, ne? Beginnt genauso wie in der ersten Halbzeit. Die Deutschen sofort führen wir 1-0, ne? Und schon sind die Rumänen mit wenig Kontakten, mit viel vertikalen Spiel durch. Und dieser Pass von Sancho, das war vertikal mit Verlagerung. Und dann sind sie sehr gefährlich. Und das war ganz wichtig, dieser Block von Süle. Sonst steht es vielleicht 2-0 bei dem Schuss von Puskas. So, erster Wechsel. Burka angeschlagen geht's. Ja, gute Besserung, Burka. Burka. Richtig gutes Spiel gemacht, gerade da im Zentrum an der Seite von Kirikes und es kommt Christian Neher aus Dusch. Also Mannschaftsgruppe 1, Mannschaftskollege für den anderen. Leute. Und Neher auch ein Torgefährlicher. Paul! Hat im September 2 Tore erzielt. Mensch. Als die Rumänen ja 2-0 gegen Island, gegen Liechtenstein gewinnen konnten und dann das torlose Remis gegen Nordmazedonien, hat sie dann genau wieder in diese Position in der Tabelle J manövriert. Mittendrin im Kampf um ein Ticket für die Fußballweltmeisterschaft Ende kommenden Jahres. Und sie sind ja seit 1998 nicht mehr bei einer Weltmeisterschaft gewesen. Raus, schnell, ja. Georgi Hagi mit einem Petrescu, mit einem Popescu. Schön. 40 Minuten noch für 2 Tore. Oh,
Reus, Slovenska. Hammer, gut erkennt. Vielleicht der neue, Leroy Sané. Bei dem es Klick gemacht. Hat anscheinend gesagt, hat sie Klick. So viel Zeit zum Überlegen hast du nicht. Ja. Raus, raus. Verlagert die Seite mal. Und dann zack, 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 zack. Hochmann. Ja, zu weit rüber. Muss weiter raus. Mensch, raus zur Außenlinie. So, jetzt ruhig, Süle. Hat schon bald gesagt, mit dem Manu mit, aber der ist ja in dem Tor, der hätte den gehalten, hat 1-0. Ja, Stegen, vor allem die jetzt erst dazugekommen sind, Manuel Neuer, müsste kurzfristig passen, aufgrund von Autorenproblemen. Aber für Montag, für das Spiel in Nordmazedonien, in Skopje, soll er wieder fit sein. Jeez! Ja! 1-1, Serge. So, komm, jetzt haben wir noch Zeit. Jetzt haben wir noch. So. 50, 40 Minuten Zeit, komm. 40 Minuten Zeit, da schaffen wir noch dort. Rotholz. Das ist auch wieder Sprung. Handlungsschnell, ein kurzer Kontakt von Serge Gnabry, da liegt der Ball optimal. Bam. Er trifft ihn optimal. Und es steht 1-1. 2-1, Serge Gnabry, 30. Und jetzt dranbleiben, Jungs, kommt. Er hat in der ersten Halbzeit schon an drei Chancen beteiligt, oder selber schon nah dran zu treffen. Ist gut drauf. Freue mich, dass er ganz schnell den Abschluss von 18 Metern sucht. Weil das ist der Schuss, der hat die Qualität auch von da zu treffen. Dass man da Abschluss suchen, Mensch. Schön, Distanzschüsse mal. Guck mal, der eine macht das Tor mit der Picke. Da kann man das auch mal machen, Maus. 16, 18, 20 Meter schießen. Ja, vielleicht wird er mal abgefälscht oder titscht auf und geht rein. Muss man alles versuchen. Und da holt der Bällchen doch runter, Mensch. Aus, aus. Abschluss Deutschland. Jorge Puskas, der in der zweiten englischen Liga spielt, in Reading. Einer von der sehr erfolgreichen U21, die 2019 bei der Europameisterschaft, der ist im Halbfinale gegen Deutschland ausgeschieden ist. Wieder Gnabry. Oh, ein Stückchen, Mensch, da wäre Leon da gewesen. Und Sané, starker Einsatz. Und Leroy. Oh, Tabellchen läuft, Jungs. Raus, raus, jawohl. Hier, nochmal, spiel nochmal. Die Idee war gut. Werner startet in die Tiefe. Gut, passt hinten. Passt. Komm, nimm Fahrt auf, ey. Ah, das hat sich schon schleifen, es führt keiner. Es wird 1-1. Reus, Hofmann.
Da ist ja auch keiner im Rückraum. Gute Strafraumbesetzung der deutschen Mannschaft. Goretzka. Zu weit. Das ist fast Bayern-like gewesen. So den Chipball hinter die letzte Linie, auf der kaum Platz ist. Hier nochmal der Treffer von Gnabry. Absoluter Aktivposten. So wichtig für diese deutsche Fußballnationalmannschaft. Leroy Sané spielt ja auch bei den Bayern erstmal, oder nicht erstmal, sondern über die linke Seite. Das war eine Umstellung von Nagelsmann, dass er Sané auf die linke Seite gezogen hat. Und weil Flick dann eben auch in einem intensiven Austausch ist mit den Vereinstrainern. Ja, auch wenn sie gar keine Zahlen mehr anstehen. Das ist auch ein Weg, der neu ist unter Hansi Flick, dass er sie alle mit ins Boot nimmt. Hat Hansi Flick entschieden, ja, dann spielt Sané auch über die linke Seite. Aber spielerische Qualitäten haben die Deutschen doch. Da muss doch jetzt noch ein Türschner her. Hofmann. Ja, und man kann schon sehen, die Rumänen sind jetzt dann zu tief. Das kommt den Deutschen jetzt entgegen. Du bist eigentlich relativ schnell in einem Bereich, wo du zum Abschluss kommen kannst. Unabhängig jetzt von diesem Fehlpass. Ich finde, die deutsche Mannschaft macht das insgesamt hält das Tempo hoch, der Gegner rutscht immer tiefer und dann ist eine Frage der Zeit, bis du zur nächsten Chance kommst. Den sie aus der U21 als Trainer hochgezogen haben. In die AF. Jetzt umschalten. Gemisch. Nochmal raus. Ich spiele doch jetzt. Unglaublich viele Ballgewinne. Mensch, Reus, ey. Aber wenn die Leute mal. Jetzt hörst du doch linken. Da muss doch quer in die Luft liegen, ey. Kann es alle nur eine Frage der Zeit sein, bis das Führungstor fällt. Macht er mit der Innenseite, kann nicht sein. Die da lauern, die den Strafraum sehr gut besetzen oder wie es ja heutzutage neudeutsch heißt, die Box. Dem ist nichts hinzuzufügen. Auf das Trainerteam werfen können. Dani Röhl, der schon Assistent war bei den Bayern. Deutschland wirft. Schneller, den Ball runter. Ist ja eine Angst. Schweiß, wie die Tor da einbinden da. Ja, das ist das Wir-Gefühl. Schade, dann ist er schnell zu Griff. Spielen. Raus. Sané. Foul! Nein, gelb, Junge! Du hältst ihn noch fest, ey! Hat Sané noch gut den Körper da noch nicht reingestellt, sehen wir hier. Da guckt er vor, Orientierung passt. Ja, aber er dreht ihn doch wieder. Und dann steckt er gut den Körper rein. Er zwingt sozusagen dieses Foulspiel und auch die gelbe Karte für Lazio. Die Rumänen werden gleich doppelt wechseln. Ja, jetzt füllen wir das mal aus, oder? Alexandru Maxim kommt, den wir noch aus Mainz kennen, aus Stuttgart für den Tor. Und André Ivan ist ebenfalls ins Spiel gekommen für die Freiburg. Ivan ist jetzt drin. Freistoß, Deutschland, Tor. Genau, die beiden offensiven äußeren Mittelfeldspieler. Hey, Ecke. Ecke geben. Boah, jetzt bin ich noch 50 rein, Mensch. Komm jetzt, Goretzka verpasst, kommt eine Chance für die Rumänen. Konterabsicherung ist aber da. Raus. Warum bringt er die Strahlen? So viele Schlachte. Stunde vorbei. Die deutsche Mannschaft. Gut gespielt. Thank you.
Gut. Oh, halbe Stunde noch heute, ne? In der Lage, sein Tor zu machen, ey. Spiel noch. Lass dich fest, Mensch. Los. Was sind die rumänischen Fans? Die da hören? Da sehen wir mal den Unterschied auch gegenüber den anderen Mannschaften der Gruppe. Rumänien versucht dann schon mal nachzurücken, versucht dann hochzustören. Und das geht aber nicht. Ganz links, rechts. Sané. Boah, Sané. Leroy Sané. Ja, war gute Aktion. War gut, Leroy. War gut. Kann passieren. Nicht jeder schlägt im Winkel ein. Top. Aber was für eine Wandlung. Steffen, wir haben ihn ja auch so häufig gesehen. Im Nationaltest immer mal wieder hat er ja seine Qualität aufblitzen lassen. Gerade so bei Manchester City. Eine überragende Saison, eigentlich bis zu seinem Kreuzbandriss. Aber in der Nationalmannschaft nie so wirklich den Durchbruch. Aber was der im Moment spielt, mit seinem Einsatz, mit seiner Laufbereitschaft, ja, da scheint es wirklich Klick gemacht zu haben. Zitat Hansi Flick. Genau, ihm tut das natürlich gut, dass auf ihn gesetzt wird, einerseits. Und dann andererseits ist natürlich wichtig, warten wir jetzt gerade richtig guter Kombinationsfußball. Kommt leider nicht an, aber entscheidend war, bin ich ganz ehrlich, dass die Bayern München Fans seine Körpersprache und seine Reaktion eben gerade nach Ballverlust auch mal mit Pfiffen kommentiert haben, was sie eigentlich nicht möchte von Zuschauern. Aber ja, da hat es, glaube ich, sogar eine positive Wirkung gehabt. Ja, das war das Handspiel gegen Köln, ja, genau. 3-2 Erfolg. Ja, ja, aber das war ja auch, waren ja viele, viele Spiele. Also die Bayern-Fans sehen schon ganz genau, was mit ihren Spielern los ist und wer mehr macht oder weniger. Das war unten den Vorpass 10 gegen Süle. Rutscht nach, ja. Aber geht, glaube ich, bei Süle. Das ist ja einer, der steckt alles weg. Und hat es auch was mit Konkurrenzkampf zu tun? Gut, Kingsley Coman bei den Bayern zuletzt verletzt, wird er zurückkommen bei der deutschen Nationalmannschaft. Gerade im Offensivbereich gibt es ja einige Alternativen. Nee, sehe ich wirklich genauso. Die Fans und die Menschen in München haben ihn zu verstehen, wenn du so weiterspielst, dann wirst du dich hier in München nicht durchsetzen und wir werden auch keine Freunde, in Anführungszeichen, ich darf das sagen. Ja, raus. Oh, wir müssen Dörrchen machen. Ein Dörrchen. Ja, jetzt gucken. Da werden eine Menge Luftloch. Ja, als natürlich schwierig heute. Meistens immer gegen zwei, drei Gegenspieler noch ohne Torabschluss, Timo Werner. Und da haben sie Flick als schon zu den Bayern holen wollte. Oh nee, das war gut, dass der Hansi den nicht geholt hat nach Bayern. Den Werner. Oh, Mann, oh Mann. Oh, jetzt kommt Rumänien wieder. Oh. Richtig klasse Fußballer. Auch passen. Ja, jo, da mal nimmt dort mit. Auf den Skandal da doch. Oh. Und auch ein 1:1 wäre für die Rumänen ein. Also jetzt das Ding bei Barca, weiß ich nicht, aber der Trapp jetzt. Letzte Woche Bayern gegen Frankfurt, das war schon. Der hat da schon Dinge rausgeholt, ey, unglaublich. Da hättest du heute am Spielen, da hätten die Bayern nicht das zweite Tor gemacht. Ja. Hätten dann besser mal den dritten Torhüter, meinst du, heute. Ja, und ich hätte der 1-0 die alte. Junge. So, jetzt taktisch wieder schön zu sehen: 5-4-1. Puskas läuft an, Maxim über links läuft jetzt an, versucht mal Druck aufzubauen. Aber eigentlich löst sich die deutsche Mannschaft sehr gut aus diesen Pressing-Momenten. Herzgeist für die deutsche Mannschaft wird gleich erstmals wechseln. Thomas Müller. Ach, der Thomas. Der Deuter willkommen und auch Kai Havertz. Ja, ist auch gut. Also zwei Dinge. Wo ist denn unser Jamal Musiala? Noch sorgen können. Weil dieses Spiel kostet auch Kraft bei all diesen Aufwand. Die deutsche Mannschaft auch gespielt. Ja. Aber wie gesagt, noch Mazedonien wird auch was schwer.
Stunden noch mal, wenn wir jetzt noch so eins verloren haben. Aber es könnte dann für Werner ins Spiel kommen. Deshalb hat sich Frick ja auch mit Thomas Tuchel, Chelsea-Trainer, besprochen, dass Havertz ja, das ist eine Flanke. Oh, da schießt er den Werner an, der fällt wie ein Käfer. Schwierig für Werner, den zu verarbeiten. Gut, dass sich Kehrer einschaltet, auch mal. Ja, oh, in die Klöten, ey. Das ist schwer, den aufs Tor zu bringen. Thomas. So, Timo Werner geht's. Der auch alles probiert hat. Ohne Torschuss aber bleibt. Trotzdem viel gearbeitet. Thomas Müller kommt für Reus. Das heißt, Thomas Müller wird die Position von Reus übernehmen. Ich kann mir gut vorstellen, dass Havertz dann eben. So, Thomas, ja, Thomas plant jetzt alles wieder und dann geht's los. Die man eben auch absolut zutraut. Müllers erster Einsatz unter Neubundestrainer Flick. Aber er kennt sie natürlich. Nicht so ganz unerfolgreich in Cyber mehr zu bleiben. Und Annika Flick Müller wieder so richtig stark gemacht. Genau. Warum er nicht für Deutschland gespielt hat, 2 Jahre fragt sich heute noch jeder. Ja. Und ich glaube auch, dass er heute den Unterschied machen kann. Das ist so ein Spiel, wo du diese Qualitäten brauchst im Strafraum, wo dann nochmal einer durchrutscht. Schade. Und ich glaube, die teilen sich so ein bisschen. Havertz und Müller beide. Mal sehen, wer mal in die Spitze geht. Das ist auch dann nicht so einfach für die 3 Innenverteidiger, wenn du immer nur einen hast und dann lässt sich so einfallen und der andere geht dann wieder tief. Jetzt ist es Havertz, der vorne anläuft. Aber wir müssen festhalten, so viele klare Chancen gibt es weiterhin nicht. Die Rumänen lassen dann doch wenig zu. Einsatz stimmt, Jungs. Wenn sie kaum noch selbst mal durchatmen können im eigenen Ballbesitz und auch mal. So, jetzt waren wir 20 Minuten noch und dann machen wir noch ein Türchen jetzt. Gut, wir haben noch 20 Minuten, dann machen wir jetzt noch ein Tor, dann gewinnen wir. Ein dreckiges 2-1, aber Hauptsache, du hast die 3 Punkte, ne? Minuten in deren Hälfte spielt und dann greifen ja, Tor schaffen sie sind jetzt nicht so rar gesät, ne? Rar ist besonders. Absolut. Schon faul, oder? Der schiebt den und der schiebt. Kommt auch sofort die rumänische Körperlichkeit zu spüren. Gegen Rumänien. Spielen den Ball. Sané mit dem Tunnel. Sané gegen alle. Ja, faul. Havertz. Faul. Gnabry. Was denn jetzt? Stancho hat sich glaube ich nur hingeworfen, weil Marin lag, hat gar nichts. Spiel auch in Italien bei Cagliari Calcio, das war Marin. Stancho-Spieler, wie gesagt. Wow. Kann aber weiterspielen, das war Marin. Die sehen wir zweimal auf Platz. Jetzt konzentriert euch nochmal 20 Minuten. Jetzt machen wir Tor.
Ich komme, überlauf doch mal ein bisschen. Einseits Leroy Sané. So gefühlt 70% Ballbesitz für die deutsche Nationalmannschaft. Dann nützt aber ja nichts. Ja, sogar. Drüber. 73% Ballbesitz und Rumänien 27 die Führung. Jetzt 1-1. Ja, Torschüssen. Oh, nur 4 aufs Tor. Das war zu knapp wieder, ey. Mann. Genau, zeigte sich ja die deutsche Nationalmannschaft im September unter Hansi Flick auch verbessert in puncto Chancenverwertung. Ja, Chancenverwertung. Eine große Chance hatten wir noch in der zweiten Halbzeit mit Marco Reus. Oh, Serge. Sehen, weil er einfach so schwer zu nehmen war, nicht als Großchance sehen. Und trotzdem ist das Spiel aber immer in Bewegung. Die deutsche Mannschaft wirkt nicht statisch. Man versucht weiter anzurennen, wieder schön zu sehen. 5-4-1, Maxim schiebt sich links ein bisschen höher, manchmal in der Nähe des Mittelstürmers. Aber grundsätzlich gehen sie natürlich bei diesem Spiel schon auch nicht von ihrer Taktik ab und warten auf den vielleicht günstigen Umschaltmoment. Spiel durch! Müller, Nein, die Abseits sind Blödsinn. Ja, Deutschland wird. Sehr gut. Schneller, Mensch, Leute. Und Tor, 18 Minuten noch. Boah, Goretzka. Kehra. Gnabry. Gute Ball, Leroy. Oh, Mann, Leroy. Mann. Das ist übrigens auch eine gute Chance, etwas zu gewinnen. 10.000 Euro. Das Kennwort war das Tor. Normalerweise im Fuß im Helmtext 619 unter binario.de. Das ist natürlich mal wichtig, aber ich wollte noch mal kurz auf die Szene zurückkommen. Marco, mich lachen. Das war ein richtig guter Kombinationsfußball. Über die linke Seite und Kehra hat sich am Ende eingeschaltet. Sané, weil er nach innen gegangen ist und der Räuber. Das sieht richtig gut aus. Jetzt müssen sie aufpassen, Männer von Hofmann. Sie haben Überzahl. Maxim. So, jetzt Umschaltspiel, schneller. Komm, jetzt 7-Sekunden-Regel. Komm. Schneller. Oh, da war wieder nichts, ey. Findet ewig und auch Gnabry nicht. Und das ist Puls. Ja, vorbei, komm. Ach, sag mal, komm. Der hat auch so viel Meter gemacht. Georgi Puskas. Da war auch durchaus was möglich. Und es war kein Abseits. Für mich schon Tendenz eher gleich höher. Knapp war es auf jeden Fall. Ich schon beim Abschluss gekramt, glaube ich. Aber ist klar, die Rumänen muss man auch mal anerkennend sagen. Total, ja. Die sind wirklich drin im Spiel mit Herz und Leidenschaft. Versuchen Sie diesen Punkt mit Zeit. Ah, meine super Deutschen. Kimmich. Ah. Kritik einstecken musste. Er hat im März das erste Spiel gegen Nordmazedonien gewonnen, danach aber nur Niederlagen kassiert, bis eben in dem Monat September waren er bei der Europameisterschaft. Durch jetzt. Meine Güte. Von Russ. Kein Abseits. Und da spielt er auch den Ball. Der ist sehr schnell, glaube ich, sehr wichtig für die Innenverteidigung. Schneller als Kirikesh. Er kann diese tiefen Läufe auch nochmal erlaufen. Oh, es macht ein sehr gutes Spiel. 15 Minuten noch. Ey, Leute. Das brauchen wir nicht. Wir brauchen 3 Punkte. Weil er
vielleicht auch für den einen oder anderen zu viel Risiko in Kauf genommen hat. Nur offensiver Gedanke. Da gab es sehr viel Kritik auch von Medienseite. Dann stellte er um, auch seine Philosophie erstmal quasi in den Schrank gestellt und gesagt, gut, wir müssen auch die defensive Stabilität hinbekommen. Und das haben sie. Ah. Sané. Ah. Foulspiel. Genau, ich muss wieder einen Satz noch dazu sagen. Ein richtig guter Angriff, Sané wieder 1-1. Bärenstark. Ivan, baut da. Die Frage ist, ein guter Trainer, weil er zu offensiv gespielt hat und dann umgestellt hat, bereit war, auch auf diese Kritik zu reagieren? Oder hat er von vornherein falsch gehandelt und sagt, es ist nicht mit der rumänischen Mannschaft möglich? Wir müssen jetzt mal eine schöne Flanke rein in die letzte Viertelstunde. Was macht er vor jetzt, Jungs? Halbfinale 2019. Mit offensiven Stil, den auch mitnehmen in die A-Nationalmannschaft. Verständlich, aber U21, ganz anderes Level jetzt, Nationalmannschaft. Weiß uns Kinnig. Kommt gut, Gezahler. Mann. Keine Ecke. Havertz, guter Kopfballspieler. Eckball. Ah, ja. So jetzt, schneller. Gnabry. Oh. Ja. Ecke. Hat Sané noch angeschossen, oder? Hat er. Nee. Aber hier, Hofmann, was der nochmal für einen Sprit hingelegt hat. Oh, schade. Was los? Oh. Ach, jetzt dreht er sich da 10 Stunden rum. Mensch, 12 Minuten, Leute. Da klar ist auch ein Rüdiger an Puskas. Bei 24 Meter. Stancho und Marin. Ach, Quatsch. 30 Meter. Stancho. Marin. Vaccin. Wieder Stancho. Stark Stancho. Weißt du, an dem ich hier das erinnere, dieses Fußballspiel? Ja, und gelb. Gelb. Bayern München, Frankfurt. Ja, was denn? Es muss für einen quasi Außenseiter, und so geht Eintracht Frankfurt in der Bundesliga auswärts ins Spiel gegen die übermächtig erscheinenden Bayern in der Allianz Arena ins Spiel. Und dann muss man alles mal zusammenkommen. Mangelnde Chancenverwertung auf der einen Seite, selbst ein super Keeper gehabt, diszipliniert, vorne immer wieder gefährlich rausgeguckt. Schießt den Ball weg, gelb ist gelb, ja. Oder? Ja, die ganzen Statistiken. Der Vergleich jetzt gerade, oder? Mein Gedanke gerade daran. Nochmal raus. Das ist ähnlich vergleichbar, dann müsste aber dieser Schuss von Stancho jetzt auch noch reingehen. Ich glaube, dass die deutsche Mannschaft eher dem 2-1 heute näher ist. Ah, Ecke. Als der FC Bayern München und die Frankfurter auch noch einen Touch stärker. Absolut. Aber ich sage nur deswegen, weil die Bayern ja auch nicht schlecht gespielt haben. Die haben auch gut gespielt. Mm. Genau, und das ist genau, die Bayern hatten 22-5 Torschüsse gehabt. Verlieren 2-1. Das ist auch unbegreiflich. Dieses Spiel zu drehen nach dem aber wenn du Tore nicht machst, dann Tore zählen einfach nur. Ja, jetzt ist er drin! Thomas Müller! Tja, la 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 la!
War ja nicht so falsch. Gut, Deutschland. Ja, der Müller macht es. Gut, Thomas. Nice. Boah, der Leon super verlängert. Guck mal da. Boom, wie hoch der springt. Bam. Super. Es müllert in der deutschen Nationalmannschaft. Und der Jogi Löw hat den rausgetan, ey. Depp da. Super, Thomas. Alter. Gut. Wechsel bei den Rumänen. Puskas komplett ausgelockt. Und mit Rita heißt er. Mit Rita. Mit Rita, der ist so jung. Wie heißt er? Mit Rita. 40. Länderspiel im 107. Hoch da! Länderspiel. Ja, Mitrica geht auf das rechte. Oh, Entschuldigung. Mitrica geht auf die rechte Offensivposition im Mittelfeld. Und Ivan geht ins Zentrum, die Nummer 7. Und spielt. Jawohl, jetzt alter Belgien. Super, Junge, super. Super. Aber immer noch 5-4-1, also kein All-In in dem Sinne. Weil auch Manuel Weiß kann auch mit dem knappen Niederlage leben. Aber vielleicht einen Umschaltmoment noch. Oh, dranbleiben. Jetzt kommen noch 7 Minuten haben wir noch. Vielleicht 9 mit Verlängerung. Oh, ja, Leroy. Das ist ein defensiverer Wechsel. Stancho ist ganz klar der Offensivere. Den kann ich nicht ganz nachvollziehen, weil ich glaube, Stancho, egal, wenn er nur auf einem Bein da steht, kann auch diesen finalen Pass spielen. Den möglichen Ausgleich. Almus ganz klarer zentraler Sechser. Defensiv orientiert. So, kommt jetzt weiter. Aufpassen, kein Tor mehr kriegen. 2-1. Reicht. Kein Tor mehr kriegen jetzt, kommt. Raus! Jawohl! Mach's Arsch! Müller! Ah, ja, gut. Aber über diese rechte Angriffsseite, das ist gut. Da wird sehr viel Tempo aufgenommen. Lukas Klostermann kommt für Jonas Hoffmann. Ich habe ihn eben schon mal. Ja, das ist ja auch nichts. Der ist ja noch. Der andere ist ja auch nichts. Der rechten Außenbahn auch viele Sprints angezogen. Eine ganz wichtige, unterstützende Person, auch für Serge Gnabry. Du hast immer das Nächste, der Hoffmann oder nichts. Egal. Aber so viel Zeit, der ist natürlich. Gerade so ein Spiel heute, wo die Seite, die Räume da sind, dass er mehr an Aktionen und Torchancen beteiligt ist. Das war dann doch noch etwas zu wenig. Und jetzt ist es etwas defensiver. Das kommt 5 Minuten noch, vielleicht 7. Dann auch jetzt, denke ich, absichern, wenn die Rumänen den Ball gewinnen. Hofmann stand sehr, sehr hoch die ganze Zeit. Hammer. Gut, dann nur rein mitbringen und dann haben wir den Einwurf. Super. Das Spiel, da geht's kommt hier live für Sie, Ihre und zwei RTL. Am 21. Oktober dann wieder großer Donnerstag, Europapokalabends bei Nitro, bei TV Mau. Mit den Mannschaften Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen und Union Berlin. Spielen, weiter beim Spielen bleiben. Und im Anschluss haben wir natürlich auch noch viele weitere
Begegnungen für sie auch aus der Gruppe. Liechtenstein, Nordmazedonien, Island, Armenien. Auf die Partie würden auch die Rumänen gucken. Die Niederländer mit dabei. Gut, gut, gut. Torwart, nimm Torwart mit, nimm Torwart mit, Süle. Hier bei uns dann im Anschluss. Wir müssen jetzt die Zeit von der Uhr nehmen. Und hier, raus. Lothar. Raus, spiel zurück, zurück. Jawohl, sehr gut. Gut. Jetzt müssen wir ein bisschen an der Uhr drehen. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Ich komme wieder, keine Frage. Boah, gut, Sandy. Klasse. Kann man schon mal so annehmen. Gut. Hier stehen sie doch. Spiel, Josch. Das Bällchen laufen, Leute. Spielzeitpunkt verpasst. Die Wahl. Oh, das ist Kargeld. Das ist klar, ja. Kehrer. Das ist der Fehler von Rüdiger. Boah, da war ich voll die Schere. Also hat er auch ein bisschen Glück mit Geld. Da hat der Ball auch nichts mehr mit zu tun gehabt. Aber von hinten. Ein bisschen orange, aber er bleibt bei seiner Linie, der Schiedsrichter. Deswegen ist es okay. Gelb, Sancho auch vorhin gelb. Selbe Foul gegen, ähnlich gegen Kimmich. Finde ich gut. Und übrigens wichtig, dieses taktische Foul. Ich weiß, die Zuschauer, die meckern jetzt zu Hause. Wie kann der sagen, du sollst faulen? Sag ja nicht. Kann aber mal passieren. Thomas! Mensch, muss doch rauskommen, der Stege, Mensch. Vorne aufgetaucht. Hier nochmal den Tevez. Gucken wir mal auf den Schleicher, Wegschleicher Müller. Läuft einmal quer durch den 16er. Und dann wird er nicht weiter mit aufgenommen, löst sich dann und steht perfekt. Von Ivan, der hat, ruft doch, geht mal ein anderer mit, aber er hätte mitgehen müssen. Er muss so lange dranbleiben, bis Müller übernommen wird. Aber das entsteht auch durch Wechsel, weil Ivan kam rein, Müller kam rein, er wusste gar nicht. Gut, Sané. Leroy Sané, wieder alles gegeben. Hier probiert man ein bisschen. Da war ich dabei, auch bei der Situation übermotiviert, weil zu viel wollte. Aber er ist in richtig guter Verfassung und jetzt kommt für ihn Karim Adeyemi ins Spiel. 19 Jahre jung, vielleicht eben noch nicht jedem und jeder bekannt. Ein ganz großes Talent von RB Salzburg. Komm, das nehmen wir. Du 21 Europameister ist, wovon dem du eine ganze Menge hältst. Ja, der startet durch, weil ich ja öfters jetzt in Salzburg bin, weiter kann ich jetzt nicht reden. Aber ich kenne natürlich die Mannschaft, ich kenne, habe viele Spiele gesehen und er gefühlt hat er 8 Elfmeter in Sevilla rausgeholt in der Champions League. Und er ist nicht zu stoppen, hat eine Qualität, der Antritt hinter die Abwehrkette. Vielleicht sehen wir heute nochmal so einen Moment. Unfassbar schnell. Kannst du nicht aufhalten. Gut, Junge. Ja, im Nachwuchsbereich haben die Deutschen immer gute Leute, ne? Letzte Sekunden laufen regulär. Kann jetzt, ob es U21 ist oder wird es hier von Bayer Leverkusen, ne? Also Musiala von Bayern München. Also, wie heißt er, Okoko oder... von Dortmund. Also da machst du mir keine Angst. So, jetzt 19 Minuten, wie lange Feierabend? Jetzt weiter ab, Jungs, weiter ab. War nicht wie lange Schlag, das war 4 Minuten. Du hast doch Schaden. Eben war 3 Minuten, da hast du dann, was weiß ich, wie lange Videoreferee und Krämpfe und also jetzt machst du 4 Minuten. Was 1 Minute länger als vorher, wo du so lange warst. Also, bekloppt. Ich mach das Ding direkt rein, Leute, dann ist es Feierabend da, ey. 4 Minuten Nachspielzeit, da war doch ja nichts jetzt in der zweiten Halbzeit. Feuer. Das, glaube ich, gemeint hat es, aber der Sieg geht völlig ja. Es kommt noch eins vielleicht. Wieder. Ah, schade. Das war die Verlängerung der Versuch von Gnabry.
Dranbleiben, dranbleiben. So, Deutschland wird. Was? In den vergangenen Monaten vor Hansi Flick, dass sie immer aktiv bleibt, immer weiter probiert, immer weiter den Druck aufrecht erhält. Anspiel. Was laufen. Ja, aber trotzdem war das einmal heute mal was Neues. Was auch diese Mannschaft dann erleben muss, auch in einem Entwicklungsprozess, einen Rückstand mal in einen Sieg umzudrehen. Auch was denn jetzt? Es geht um Detailarbeit. Kämpfen, 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 kämpfen. Aber was man festhalten kann, dass da sehr viel Leben drin ist. Und nochmal. Jawohl, jetzt umschalten, umschalten, schneller. Jawohl. Oder aus ihren Möglichkeiten eine ganze Menge gemacht hat und die wirklich gefährliche Situation auch hatte. Ja, nicht ganz so viel, zwei an der Zahl. Ja, aber auch so Ansatz. Ja, nee, diese Umschaltmomente, wo sie so... Am zweiten Minute haben wir durch. Ganz sicher, das wird... Aufpassen. Definitiv ausgewertet, sogar noch vor dem nächsten Spiel gegen Nordmazedonien, weil diese Umschaltmomente können ja auch in Skopje passieren. Weil das ist der Matchpartner bei der Niederlage in Deutschland zu Hause in Duisburg. Und hier ist noch nicht vorbei. Nochmal die Tricolori, wie sie genannt werden. Ratio. Wow. Mal kurz rückpusten aus Rüdiger. Nochmal durchsaugt. Im März im Hinspiel in Bukarest. Jetzt auch deutlicher ausgehen können und kurz vor Schluss gab es die große Ausgleichsmöglichkeit. Ekbal Maxim, der jetzt in der Türkei spielt. Da war nur verletzt. Ja, gut, Süle wieder. Adeyemi, das ist Adeyemi. Spiel weiter. Darf ich vorstellen? Und knapp Missverständnis. Da dachte er, dass Harvard voll drücken wäre. Aber dieser Antritt von Karim Adeyemi. Na, herzlichen Glückwunsch. Hätte gezählt. Nein, aber Spaß beiseite. Das ist wichtig. Du bist unter Druck. Der Gegner ist vor dem Tor und dann diesen Umschaltmoment auch mal selber fahren. Dafür will man ja auch in Führung gehen, dass man selber mal diese Räume bekommt. Und da haben wir natürlich jetzt Vollgranaten. So, aufpassen jetzt. Nee, ist der Ball weg. Kannst du eigentlich gar nicht aufpassen. Feierabend jetzt. Feierabend jetzt. Komm. Greif ab, greif ab. Greif ab jetzt. Hoch, hoch, hoch. Kommt, Jungs. Es wird den vierten Sieg im vierten Spiel geben. Unter Hansi Flick. Jawohl, komm, den Ball weg. Löw startete einst. So, Deutschland gewinnt 2-1. Super, Jungs. So, das Spiel ist aus. Deutschland gewinnt 2-1. Durch Thomas Müller macht das entscheidende Tor. Der alte Mann. Ja, haben sich verdient. Die Deutschen sehr gut gespielt. Kombinationsfußball, Aggressivität, Torchancen gut gespielt. Ne? Du kommst 1-0 in Rückstand, dann ist halt so. Dann machst du super 1-1 und das 2-1 genial gemacht. Also es war verdient gewonnen, dieses Spiel. Und die 3 Punkte bleiben jetzt in Deutschland. Super, jetzt haben wir 18 Punkte, Tabellenführer. Was willst du mehr? Super, Jungs.